dir ja so super gut gefallen hat, habe ich heute noch 5 weitere super mega hilfreiche Lifehacks für euch, die euer Leben so vereinfachen werden. Deswegen will ich gar nicht so lange drum herum quatschen, sondern fangen direkt an. Viel Spaß beim Nachmachen. Let's go! Ja, Lifehack Nummer 1 ist für alle Leute interessant, die wie ich gerne einfach mal aufstehen und rausgehen und dann feststellen, ich habe gar keinen Schlüssel dabei. Oh mein Gott, ich kann doch nicht ohne Schlüssel rausgehen. Oh, wo ist der denn nur? Ohne Schlüssel rauszugehen wäre super absurd. Wer macht denn sowas? Ich auf jeden Fall nicht. Ich habe allerdings gar keine Ahnung, wo der sein könnte. Den habe ich tollpatsch wahrscheinlich wieder verlegt. Das passiert mir einfach andauernd, ey. Oh Mann. Wo kann der nur sein? Ich schaue nochmal. Ah, hier liegt er ja. Direkt vor mir auf dem Schreibtisch. Oh mein Gott, da habe ich blinde Kuh mal wieder übersehen. Und da ich natürlich nicht möchte, dass mir das in Zukunft nochmal passiert, weil das super ärgerlich wäre, habe ich mir einen richtig genialen Trick ausgedacht, der ist wirklich super. Und zwar habe ich mich gefragt, was hast du immer dabei? Was kannst du nicht verlieren? Da kam mir die Idee, mein Mund. Es ist so naheliegend, aber trotzdem muss man da erstmal drauf kommen. Super einfach eigentlich die Idee. Und zwar müsst ihr einfach euren Schlüssel so weit wie möglich in euren Mund stecken. Und wenn ihr dann euren Schlüssel irgendwann nochmal suchen solltet, werdet ihr euch umschauen und ein leichtes Klimpern hören, dann schaut ihr nach unten und stellt fest, der Schlüssel ist da. Natürlich, wo soll er auch sonst sein? Einfach super. Ihr werdet ihn nie wieder verlieren, glaubt mir. Mit meinem zweiten Lifehack möchte ich allen helfen, die genauso vergessliche Schüssel sind wie ich. Ich sitze total oft da und grübel, weil ich weiß, ich hätte mir eigentlich was merken sollen, aber ich hab's schon wieder vergessen. Das passiert mir andauernd. Ich bin wirklich so vergesslich. Ich kann mir gar nichts merken. Und es fällt mir dann auch einfach nicht mehr ein. Doch dann kam mir der Geistesblitz. Ich habe mir einfach ein paar Gedanken gemacht und mich gefragt, was kann ich tun, damit ich nichts mehr vergesse? Und ich wusste eine Lösung. Ihr braucht einfach nur ein Blatt Papier und einen Stift. Und dann nehmt ihr den Stift mit der rechten oder linken Hand, je nachdem, was ihr bevorzugt, und schreibt in großen Buchstaben nichts V-E-R. Na, kommt ihr schon drauf? Wisst ihr, was ich da schreibe? S-S-E-R. Nichts vergessen! Unterstreicht diese Nachricht noch 1, 2 oder 3 Mal, damit ihr auch seht, wie wichtig sie ist. Und ja, ab jetzt könnt ihr nichts mehr vergessen. Ja, dieser Trick ist eigentlich so einfach, aber super effektiv, glaubt mir. Ihr werdet nie wieder etwas vergessen können. Und wenn ihr doch mal grübelt und euch fällt irgendwas nicht direkt ein, dann wisst ihr, ich habe da noch was in der Hinterhand. Ihr schnappt euch euren Zettel, lest, nichts vergessen. Und euer Gehirn wird sich daran erinnern, dass ihr auf keinen Fall etwas vergessen solltet. Und die Sache, die ihr euch merken wolltet, wird euch sofort wieder einfallen. Das ist unglaublich, Leute. Ich persönlich wusste gar nicht, dass mein Gehirn überhaupt zu so etwas in der Lage ist. Also probiert es doch einfach mal aus. Mein dritter Lifehack ist für alle meine Snapback-Brüder und Schwestern da draußen. Ich trage total gerne Snapbacks, aber was ist denn da passiert? Die ist einfach runtergefallen. Das passiert mir so oft. Oh mein Gott, hier sieht man schon wieder. Ich versuch's nochmal. Keine Chance, ich kleiner Tollpatsch, Mann. Ich versuch's mal rückwärts, vielleicht liegt's daran. Oh, nee, im Ernst. Schon wieder nicht. Es klappt einfach nicht, egal wie ich es versuche. Aber auch dafür finden wir eine Lösung. Ich habe mir die Kappe mal genauer angeschaut und habe etwas entdeckt. Nämlich hier auf der Rückseite des Snapback. Ich habe es mir mal genauer angeschaut. Was könnte das sein? Ich habe den Verdacht, dass es sich um eine Art Größenverstellsystem handelt. Man sieht hier ein paar Knöpfe und ein paar Löcher. Und ich glaube, man kann diese Knöpfe in die Löcher stecken, um die Größe zu verstellen. Ich probiere... Oh Gott, habe ich es kaputt gemacht? Oh nein. Spaß, natürlich nicht. Es ist genau, wie ich vermutet habe. Man kann die Knöpfe in die Löcher stecken und die Größe somit variieren. Und wie ihr seht, die Kappe passt wie angegossen, als wäre sie für meinen Kopf gemacht worden, extra für mich produziert. Da bewegt sich gar nichts mehr, egal wie ich es versuche. Als wäre ich auf einem Heavy-Metal-Konzert. Es passiert einfach nichts. Oh, ich kriege sie fast gar nicht mehr ab, so gut sitzt sie. Aber jetzt mal Spaß beiseite, die Kappe sitzt wirklich perfekt. Auch der Wind draußen kann euch einfach nichts mehr anhaben. Probiert es aus! Folgende Situation kommt euch sicher bekannt vor. Ihr habt etwas Leckeres zu Mittag gegessen oder zu Abend und übrig bleiben diese ekelhaften, schmutzigen Teller. Das ist wirklich widerlich. Und das muss per Hand gespült werden? Boah, nee, das ist nichts für mich. Guckt euch diesen Dreck an. Wie soll ich das denn mit diesem Schwamm wegkriegen? Das geht wirklich überhaupt nicht.
Und außerdem stinkt es fürchterlich. Das kann ich meiner Nase doch nicht zumuten. Oh mein Gott, oder? Nee. Deswegen habe ich mir Gedanken gemacht und als erstes diesen Schwamm entsorgt. Einfach weggeworfen. Wir brauchen ihn nicht mehr, Leute. Ich habe mich in der Küche umgeschaut und Folgendes entdeckt. Tada! Eine Spülmaschine. Dort können wir den schmutzigen Teller einfach reinstellen, zusammen mit anderem schmutzigen Geschirr. Am besten so viel wie möglich, damit es richtig lohnt. Oh, aber Vorsicht, auch das stinkt sehr. Schnell wieder zumachen, damit der Gestank nicht mehr rauskommt. Und fertig. Jetzt müsst ihr die Spülmaschine nur noch anstellen und sie erledigt die Arbeit ganz von alleine. Ihr habt so viel mehr Freizeit und müsst gar nichts mehr selbst machen. Das ist einfach super. Und am Ende kommt ein sauberer Teller heraus. Von dem könnt ihr jetzt sofort wieder essen. Oh, da kriege ich auch direkt wieder Lust zu kochen. Ihr seht, wie viel Spaß ich hier habe. Oh, ist der sauber. Perfekt. Ich liebe ja Duftkerzen über alles und ich wette, da geht's vielen von euch ganz genauso. Die riechen einfach so gut und ich habe immer mindestens 50 Stück davon zu Hause gleichzeitig an. Oh, ich liebe diesen Duft einfach, das ist so herrlich und so gemütlich, gerade jetzt, wenn es auf Weihnachten zugeht und so weiter. Aber wenn man sie ausmachen will, dann pustet man, und man pustet weiter. Oh. Die Kerze geht einfach nicht aus. Was ist denn da los? Da ist schon ein kleiner Tornado in meiner Küche, aber die Kerze bleibt einfach an. Ihr seht, wie feste ich puste, aber es passiert einfach nichts. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Viel fester kann ich auch nicht pusten, also daran liegt es auf jeden Fall nicht. Aber ihr kennt mich, meine Freunde, dafür bin ich da. Ich habe mir mal wieder meine Gedanken gemacht und mir einen super Trick ausgedacht, wie wir dieses Problem lösen können. Dafür braucht ihr einfach einen handelsüblichen Topf. Ja, möglichst groß, damit viel Platz drin ist. Guckt mal rein und geht sicher, dass er wirklich groß ist. Da sollte auch nichts drin sein. Und, oh Mann, ich bin aber auch ein kleines Spielkind. Ich kann es einfach nicht sein lassen beim Drehen dieser Videos. Ich muss immer ein bisschen rumspielen. Tut mir leid. Dann füllt ihr diesen Topf mit Wasser. Es ist egal, ob kaltes oder warmes Wasser, das geht beides. Hier seht ihr es auch. Einfach unter den Wasserhahn stellen und ein bisschen laufen lassen. Ja, genau. Kleines bisschen noch. So. Und wenn ihr diesen Topf mit Wasser gefüllt habt, dann stellt ihr ihn einfach auf eure Küchenablage, am besten möglichst nah neben die Kerze. Nehmt die Kerze in eine gewünschte Hand. Vorsicht, nicht verbrennen, die Kerze ist immer noch heiß. Und dann lasst ihr die Kerze mit einer Bewegung in den Topf Wasser fallen. Oh! Habt ihr gesehen, wie schnell das ging? Die Kerze ist sofort ausgegangen. Das ist der Wahnsinn. Ich fühle nochmal. Puh, es ist nicht mehr heiß. Ich habe mich nicht verbrannt. Also, Problem gelöst. Die Kerze ist aus. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben, wenn ihr noch mehr Lifehacks sehen wollt. Hier kommt ihr auch noch zu meinen anderen Lifehack-Videos. Unbedingt abchecken. Da sind super, mega viele, super geile Tipps drin. Die müsst ihr auf jeden Fall alle wissen, damit euer Leben viel, viel einfacher wird. Und dann sage ich mal, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.